Abonada, wie erleben Sie denn so einen Bundesparteitag, habe ich mich gefragt. Ich erlebe Sie viel hier in Interviews und unterwegs, aber sind Sie sozusagen selbst, wir alle sind die Partei, der Vorstand ist die Partei, sind Sie noch Parteimitglied in dem Sinne, dass Sie den Anträgen so gut folgen können oder den Verfahren, die unten im Saal laufen? Ja, an so einem Tag ist es tatsächlich so, dass wir alle sind die Partei für den Vorstand nicht mehr ganz so gilt. Ah ja, das haben wir eine Rückkopplung. Ich habe sie ausgestellt, es kann weitergehen. Dass es nicht mehr so ganz gilt, weil wir selber haben kaum Zeit im Saal unten zu sein und uns in die Debatte einzumischen. Das ist allerdings auch was unsere Partei kennzeichnet. Also bei uns ist eben, wirft dann nicht ein Vorstandsmitglied nochmal seine Autorität als gewählter Vorstand in die Waagschale, um eine Abstimmung nochmal zu drehen, wie das bei anderen Parteien legendär die Grundeinkommensabstimmung vor 2-3 Jahren bei den Grünen, wo die Basis eigentlich ein Grundeinkommen wollte, aber dann hat der Vorstand vor dem Untergang der Partei gewarnt und dann wurde der Beschluss doch nicht gefasst. Solche Prozesse gibt es bei uns nicht. Dementsprechend habe ich eigentlich ganz viel zu tun, die Anträge, die abgestimmt werden, dann zu erklären, Pressearbeit zu machen, Interviews zu geben und eigentlich eher dann den Transport der Positionen nach außen mit heute. Also eigentlich Teil des Presseteams in erweiterten Sinne. Und inwiefern sind Sie involviert im Vorfeld in die Erstellung der Anträge? Also inhaltlich nicht involviert, allerdings vom Prozess her schon. Also was ich mache, ist, dass ich sehr, sehr, sehr aktiv gucke, wo wird in der Partei, sowohl in welchen Arbeitsgruppen als auch örtlich, an welchen Themen gearbeitet. Wo arbeiten vielleicht 2 Piraten oder 2 Gruppen am selben Thema, dass ich die dann verknüpfen kann und sagen kann, ey, guck mal da, die Arbeitsgruppe ist da auch dran, wollt ihr bitte mal miteinander sprechen, damit möglichst vor dem Parteitag schon die Piraten, die in einem Themengebiet zu ihrem Thema gemacht haben, sich miteinander abgestimmt haben und gemeinsam einen Antrag stellen können. Weil das spart natürlich Zeit und ermöglicht, dass da nicht zu viel konkurrierende Anträge, die vielleicht sogar inhaltlich noch gar nicht konkurrieren, aber nur sprachlich, weil sie halt an unterschiedlichen Stellen entstanden sind, auf der Tagesordnung sind. Das sind so typische Prozesse, die wir haben, weil wir eben nicht per Leitantrag vom Vorstand top-down irgendwie Anträge in die Debatte bringen, sondern weil jedes Mitglied Antragsrecht hat. Und da ist natürlich besonders wichtig, dass die vorab abstimmen, dass sie die Anträge gut diskutieren, Gegenargumente schon mit reinnehmen, um dann gute abstimmungsfähige, konsens- oder zustimmungsfähige Anträge auf den Parteitag zu bringen. Trotz dieses Versuchs, die Anträge zu bündeln, sind wir bei immerhin, ich habe mal nachgezählt, 111 Programmanträgen für diesen Parteitag. Wir sind gestern bis Punkt 5 gekommen, bis Programmantrag 5. Wie sehen Sie das? Ist das ein ineffizientes Verfahren? Ist es das, wie es sein muss? Macht das die Piraten aus? Ja, wir haben uns entschieden, gestern die Tagesordnung so anzupassen, dass wir nicht primär das Wahlprogramm heute bearbeiten, sondern das Grundsatzprogramm. Da könnte man jetzt sagen, Politik-Marketing-mäßig ist das eigentlich schlecht, weil die Menschen warten ja auf unser Wahlprogramm, wir wollen das ja schließlich verkaufen. Allerdings von sauberen Vorgehen her ist es sehr sinnvoll zu sagen, nein, wir machen erstmal ein gutes Grundsatzprogramm. Die Linke hat Jahrzehnte gebraucht, bevor sie ein Grundsatzprogramm verabschiedet hat, hatte ständig schon Wahlprogramme. Aber man sieht ja, welchen politischen Einfluss sie hatte. Und uns ging es eher darum, grundsätzlich erstmal zu definieren, wofür stehen wir Piraten, was sind unsere Werte. Und die Herausforderung wird es dann sein, in den nächsten Monaten bis zum nächsten Parteitag in 2013 unser Wahlprogramm dann möglichst bündig abzuleiten. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Ich finde das Vorgehen allerdings so richtig. Und wenn dann so ein großer Antrag wie die Wirtschaftspolitik, wir Piraten sind noch klassisch keine Partei gewesen, die sich in der Wirtschaftspolitik positioniert, auf der Tagesordnung steht, dann ist klar, dass wir da intensive Debatten haben und dass wir das nicht mal so schnell in 5 Minuten durchgehen. Weil wir wollen ja schließlich eine gute Position finden. Wir haben dann tatsächlich Anträge aufgedröselt, modulhaft abgestimmt, einzelne Module reingenommen, andere rausgenommen, durch einen anderen Antrag ersetzt werden, sodass jetzt das Beste aus allen Anträgen rausgearbeitet wurde. Der Prozess braucht Zeit und das müssen wir dann auch machen. Was sind denn für Sie die wichtigsten Grundsatzpunkte, die ergänzt werden, oder der wichtigste Grundsatzpunkt, der jetzt im Moment ergänzt wird? Also außerhalb der Wirtschaftspolitik ist hier vor allem, wie ich jetzt gerade sehr, sehr erfreulich, dass die außenpolitischen Grundsätze jetzt angenommen worden sind. Da haben wir ja eine sehr, sehr intensive Gruppe, die sehr, sehr intensiv und sehr kompetent schon seit Jahren dafür arbeitet, jährlich eine Potsdamer Konferenz veranstaltet, sich auch mit vielen Piraten aus dem Ausland, die dann immer extra die außenpolitischen Themen aus ihrem Fokus mit zu ergänzen. Und die haben in der letzten Potsdamer Konferenz außenpolitische Grundsätze als Experten in der Partei, die wir jetzt heute auch übernommen haben. Und was daran für mich interessant ist, ist, dass der wesentliche Schlüssel in der Außenpolitik bei uns auch die Zivilgesellschaft ist. Also so wie wir Piraten durchaus Hierarchien sektieren, so können wir auch die politische Antwort, wie wollen wir mit anderen Regierungen umgehen, wie wollen wir mit den anderen
hierarchische Organisationen in den anderen Ländern und so weiter. Wie können wir Zivilgesellschaften werden? Wie können wir Verfassungsbewegungen werden? Wie können wir Zivilgesellschaften? Wie können wir gerade auch in der Situation über Einfluss, über eine Stärkung der Zivilgesellschaft, eine lokale, nationale Demokratie werden gefördert? Also, da gab es diese netzpolitische Aktion, dass die gegenseitige Friedensbotschaft, also Akteure der Zivilgesellschaft, einfache Bürger aus dem Iran und aus dem Süden, sich gegenseitig Friedensbotschaften geschickt und gesagt, wir wollen keinen Krieg mit euch. Uns liegt nicht. Und keine Regierung kann gegen den Willen ihrer Zivilbevölkerung dauerhaft Krieg führen. Und sogar wenn die Zivilgesellschaft eine starke Stimme hat und Frieden natürlich auch den Frieden in einer Region insgesamt. Also das sind klassische Wege, die wir Piraten stärken wollen und damit kriegen wir, glaube ich, einen interessanten neuen Ansatz auch in Außenpolitik mit rein, der bisher eher so geheimdienstmäßig gefördert wurde. Ja, wir infiltrieren die Zivilgesellschaft. Bei uns laufen solche Prozesse natürlich offen, transparent und nachvollziehbar, dass wir Internetstrukturen aufbauen, dass wir Netzwerke im arabischen Frühling ja schon haben, Aktivisten, die auch zum Teil in der Piratenpartei sind, Proxys aufgebaut und Einwahlknoten, damit als in Libyen das Internet abgeschaltet wurde, die Aktivisten sich trotzdem über Modems, die dann in Deutschland hängen, einwählen können und weiter ihre sozialen Netzwerke bedienen können. Das sind also klassische Methoden, heterarchische, nicht hierarchische, dezentrale Methoden, die wir Demokratisierung weltweit stärken wollen. Da bin ich sehr froh, dass wir ein Stück von unserer Kraft auch. Aber gerade Stichwort Nahostkonflikt und Internet, das Internet war ja auch ein Austragungsort gerade der jüngsten Eskalation, mit dem das IDF zum Beispiel live die ersten Angriffe getwittert hat und darüber, ja, dass sich PR gemacht hat. Und auch die Kommunikation der Zivilgesellschaft, die trotzdem findet, über Technologien statt, die letztlich von profitorientierten Unternehmen sichert, wie Facebook. Twitter. Wir haben gestern mit Herrn Lang gesprochen, das war ein faszinierendes Gespräch, weil er hatte in meinen Augen ein sehr idealistisches Bild dieser Netzwerke. Er meinte, das sind Netzwerke, die dienen der Kommunikation und nicht dem Profit. Aber so ist es dann. Ja, das ist eine große Gefahr, dass natürlich gerade über die sozialen Netzwerke plötzlich das Individuum, gerade auch der zivile Bürger, zum Teil eines strategischen, militärischen Apparats gemacht wird. Also man sagt ja, das Erste, was im Krieg steht, ist die Wahrheit. Und da helfen natürlich auch soziale Netzwerke. Die OSZE-Beobachter damals in Kosovo haben inzwischen, sagen sie deutlich, die Lage vor Ort war ganz anders als das, was in den Medien wiedergegeben wurde. Hätten wir damals schon diese starken sozialen Netzwerke gehabt, wie wir es heute haben, über Twitter, über Möglichkeiten zu blocken, dann hätten wir eine ganz andere Sicht direkt transportiert bekommen vor Ort, als wird es über die Massenmedien transportiert bekommen. Insofern auch eine Plattform wie Twitter zum Beispiel, die natürlich kommerziell ist, hilft uns, zu guten Informationen zu kommen. Trotzdem ist natürlich auch wichtig, da sind wir Piraten natürlich auch nah dran, immer auch Alternativen zu haben, wie zum Beispiel dann im Fall von Twitter Identica, was dezentral ist, was nicht kommerziell läuft, wo man im Fall, dass Twitter plötzlich per Regierungsdekret oder weil wirtschaftliche Interessen da im Vordergrund stehen, irgendwas zensieren würde oder abgeschaltet würde, sofort die Möglichkeit haben, auf anderen Plattformen weiterzugehen. Und gerade Blogs sind immer sehr stark dezentral, Webseiten sind dezentral gelagert. Also es ist ganz, ganz wichtig, die Netzwerkstrukturen sich nicht von einzelnen kommerziellen Anbietern abhängig zu machen. Es sind immer dezentrale Strukturen, zumindest zur Verfügung zu haben. Und das wollen die Piraten auch fördern? Das fördern wir von Anfang an und das ist Teil unserer Programmatik, das zu fördern. Sie haben heute Morgen in Ihrer Rede für diesen zweiten Tag des Parteitags viel über Basisdemokratie gesprochen und wie wichtig das ist für die Piraten. Es gab gestern einen Vorfall bei der Diskussion des Antrags zur Wirtschaftspolitik, da wurde die Redeliste geschlossen. Ironischerweise direkt vor Christopher Lauer, der bekannt ist dafür, sehr outspoken zu sein und sehr, sehr gerne und meinungsstark zu sein und der das gar nicht witzig fand. Und da gab es, glaube ich, einen DO-Antrag sozusagen zur generellen, zum Beenden von Debatten ab einem bestimmten Punkt, eine gewisse Effizienz zu wahren. Ketzerisch gefragt, wo ist denn die Basisdemokratie, wenn aus Effizienzgründen Menschen Redebeiträge nicht mehr leisten können? Ja, das war natürlich ein Zufall, dass genau Christopher der 16. Redner war. Wir hatten in der Geschäftsordnung die Möglichkeit, dass nach 15 Rednern dieser Antrag gestellt werden darf. Daran zeigt sich, wie wir Piraten Prozesse entwickeln. Wir machen Versuche. So etwas hatten wir zum ersten Mal jetzt in der Geschäftsordnung.
Und es wurde dann ausprobiert, wir haben erlebt, zu welcher Wirkung es führt, wir haben dann festgestellt, wir wollen das nicht, und dann wurde die Geschäftsordnung ja auch geändert. Genau, dass wir das, was Sie gerade beschrieben haben, eben nicht tun, sondern dass wir die Debatte weiterführen. Und das zeigt dann, wir Piraten neigen eigentlich eher dazu, statt technischer Lösungen, soziale Lösungen für solche Aufgaben zu finden. So wie das Internet eigentlich, wenn man das nur als technisches Phänomen sieht, viel zu verkürzt gesehen. Genauso wie der Arbeitsmarkt, wenn man das rein als technische Aufgabe sieht, Arbeitnehmer zu Arbeit zu offenen Stellen, also Arbeitssuche und offene Stellen voneinander zuzuordnen, verkürzt gesehen wird. Das sind alles soziale Aufgaben. Und die müssen wir auch sozial lösen. Und deswegen ist es eigentlich nur konsequent, dass wir Piraten auch gerade unseren Blick auf Soziale, auf die sozialen Netzwerke, da sieht man schon, soziale Netzwerke sehen wir vor allem im Internet. Soziale Netzwerke gibt es natürlich lange vor dem Internet. Also zu sehen, dass wir eigentlich lange schon keine Partei der des Internets mehr sind, keine Netzpartei, sondern längst eine Partei der Vernetzung geworden ist, die sowohl im Bereich der Ökologie, was ein hochkomplex vernetztes System ist, als auch im Bereich Wirtschaft, Finanzsystem, was ein sehr, sehr komplexes vernetztes System ist, im Arbeitsmarkt, was ein komplexes vernetztes System ist, und eben in all diesen politischen Feldern in der Außenpolitik, ihren Blick, ihre Erfahrungen, die sie im Netzwerken, ursprünglich im Internet, gelernt hat, in der Lage ist, anzuwenden. Und das sind eben die, im Grunde sind es die drei klassischen Werte der französischen Revolution, die drei demokratischen Werte, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Wir haben im Internet, haben wir den Wert der Freiheit, also die Freiheit von Zensur, der uns im Netz sehr wichtig ist, was ja die Geburtsstunde letztlich der Piraten im politischen Raum in ihrer Wahrnehmung war, Zensur-Debatte. Wir haben die Gleichheit, die Netzneutralität, die wir als Plattformneutralität in alle anderen Politikbereiche übersetzen. Also nicht nur zu sagen, jedes Datenpaket muss gleichen Zugang zur Bildung haben. Jeder Mensch muss den gleichen Zugang zu Ressourcen, zur Infrastruktur haben, bis hin zum bedingungslosen Grundeinkommen, das Plattformneutralität im Wirtschaftsleben, im Arbeitsleben ermöglicht. Und dann natürlich die Solidarität, die uns Piraten ganz, ganz wichtig ist, die sich im Internet zeigt durch das zur Verfügung stellen meiner eigenen Proxys, meiner eigenen Leitungen auch für fremde Datenpakete, das saubere Schreiben von Code, dass es schlank durchs Netz geht, die freie Software, dass ich nicht das Eigentum an meinem Code habe, sondern sage, ich stelle das zur Verfügung, wer es verbessern will, darf es tun, die wir dann auch wieder in allen Politikbereichen sehen. Und da merkt man eigentlich, wie wir Piraten aus einer Netzpartei, die im Bereich der inneren Sicherheit, Ablehnung von Überwachung, Reform des Urheberrechts, Netzfreiheit begonnen hat, zu einer Partei geworden ist, die diesen großen Wertekanon Freiheit und Solidarität in den Gesamtzusammenhang stellt und beweisen möchte, dass individuelle Freiheit und gesellschaftliche Solidarität nicht etwas ist, was im Widerstreit steht, wie es andere Parteien sehen, die Linkspartei, die sagt, Solidarität muss jemand erkämpfen. Und kann ich nicht in Freiheit erreichen. Oder die FDP, die sagt, ich muss mir Freiheit immer erkaufen. Sondern dass wir sagen, nein, Freiheit entsteht aus Solidarität. Wenn wir ein gesundes soziales Gemeinwesen haben, wie wir es in skandinavischen Ländern zum Beispiel sehen, die Reaktion auf die Terrorangriffe dort oder auf diesen Amoklauf damals von Breivik, die waren ja für uns Piraten exemplarisch dafür, wie eine gesunde, stabile, soziale Gesellschaft mit Herausforderungen umgeht, eben nicht mehr Überwachung, nicht mehr Kontrolle, sondern zu sagen, nein, wir lassen uns dadurch unsere Freiheit nicht zerstören. Wir stehen solidarisch miteinander und wir sind stärker als diese Angriffe. Und so bedingen sich Freiheit und Solidarität miteinander. Und wenn man anfängt, Freiheit zu beschränken und Freiheit zu erlangen, dann verliert man eben am Schluss beides, um Sicherheit zu erlangen. Das berühmte Zitat, wer anfängt, Freiheiten zu beschränken, um Sicherheit zu erlangen, der verliert am Ende beides. Das ist, glaube ich, was wir Piraten ganz stark verinnerlicht haben. Und was wir in alle Politikbereiche, Umwelt, Energie, Außenpolitik, Arbeitsmarkt, nehmen wir die Energiepolitik. Die Freiheit, die Sicherheit erreichen wir in der Energiepolitik nicht durch große Versorger, denen wir jetzt da irgendwie große zentralistische Strukturen ermöglichen, sondern durch Dezentralität. So wie wir im Netzwerk für Dezentralität stehen. Jeder hat seine eigene Website, jeder hat seinen eigenen Server möglichst stehen, dann ist das System nicht angreifbar. Das Internet ist ja ursprünglich militärisch geplant gewesen, im ARPANET noch, mit dem Ziel, wenn irgendwie ein Teil des Netzwerks ausfällt, wie kann ich sicherstellen, dass das gesamte Netzwerk immer noch funktioniert? Und das kann ich durch Dezentralität erreichen. Und in der Energiepolitik ist es genau die gleiche Herausforderung. Wie kann ich sicherstellen, dass wenn irgendwo im Energienetzwerk ein Problem ist, dass es nicht im gesamten Land auf einmal zum Blackout kommt. Momentan sind die Energieversorger immer noch dabei, da zentralistische Strukturen zu schaffen, zu sagen, wir halten das System stabil. Und sie sagen alle, aber wenn es mal kracht, dann kracht es gewaltig. In dem Moment, wo wir dezentrale Energieversorgungsstrukturen haben, die wir Piraten sehr schätzen,
dann kracht es halt vielleicht mal an einer Stelle ein bisschen, aber es greift nicht sofort auf die gesamte, auf das gesamte Umfeld über und da ist nicht gleich irgendwie ein Drittel von ganz München im Blackout. Ja, wie das erlebt haben, ja. Also das könnte man jetzt hunderte von Beispielen anfügen, dieses Prinzip, wie das Prinzip weitergebracht wird, und das kostet natürlich aber Zeit. Wir Piraten, wir verstehen es zum Teil intuitiv oder wir diskutieren es intern in Arbeitsgruppen auf den Treffen schon sehr intensiv. Aber es wirklich dann in die Grammatik zu fassen, in Anträge zu gießen, wo dann auch, Sie haben es vorher so schön erwähnt, wo dann auch wirklich jedes Wort am Schluss stimmt. Dann nehmen wir uns wirklich die Zeit, genau hinzugucken, und dann wird eben mal wegen einem Satz auch eine halbe Stunde debattiert. Das macht uns auch aus, sorgfältig zu sein, skeptisch zu sein und nicht wegen der Öffentlichkeitswirkung zu sagen, weil wir sagen, wir müssen jetzt unbedingt liefern, ja. Die Öffentlichkeit erwartet von uns jetzt 150 Anträge, dann die Sauberkeit der Prozesse zu vernachlässigen. Gutes Stichwort Öffentlichkeit. Wer braucht denn wen mehr? Die Presse, die Piraten oder die Piraten, die Presse? Das ist eine schöne Frage. Das müssten eigentlich Sie als Journalistin besser beantworten können. Ich habe meine Antwort, aber ich möchte es auch von Ihnen. Also ich glaube natürlich schon, wenn man sieht, welchen Aufwand zum Teil, also wir sind ja eine ehrenamtliche Partei im Bundesvorstand, wir machen alle das ehrenamtlich. Wir haben auf Bundesebene haben wir eine sehr schlecht bezahlte Bundespressesprecherin im Moment, wir haben eine 400-Euro-Kraft in der Geschäftsstelle. Ansonsten läuft alles, was Piraten machen, auf Bundesebene derzeit ehrenamtlich. Und da ist manchmal schon absurd, wenn ich als Bundesvorstand irgendwo zu einem Interview anreise, dass dann der Journalist mal schnell einen Flug aus der einen Stadt zu mir bucht und wahrscheinlich der finanzielle Aufwand für dieses Unternehmen wahrscheinlich in die tausende, in die vierstellige Bereiche geht. Also mehr als ich in einem Monat zum Leben zur Verfügung habe, für ein Interview mit mir. Und das ist natürlich ein seltsames Spannungsfeld in so einer Bürgerbewegung, die wir ja eigentlich sind. Die Piraten sind ja viel mehr als eine Partei. Die Partei ist ja nur ein Instrument einer Bürgerbewegung, um politisch tätig zu sein. In einer Bürgerbewegung, die ehrenamtlich organisiert ist, plötzlich damit konfrontiert zu sein, dass der materielle Marktwert eines einzelnen Interviews in vierstellig beziffert wird. Und insofern könnte man natürlich sagen, die Presse braucht auch uns, sonst würde sie nicht so viel Geld investieren. Und über Parteitage, ich meine, allein die Journalisten, wird es wahrscheinlich sogar mehr als wir für die Ausgestaltung des Parteitags bezahlen. Ja. Und gleichzeitig darf man natürlich nicht vergessen, sich anreisen, investieren sehr viel Geld. Wir haben ja keine Delegierten, denen die Fahrtkosten zu so einem Parteitag bezahlt werden, die dann hier irgendwie verköstigt werden und hier keine Kosten haben, sondern jeder Pirat, der hier kommt, investiert nicht nur Zeit, sondern auch sehr viel Geld, um sich dieses Wochenende hier zu ermöglichen, sei es, dass er mit einer Isomatte irgendwo in der Halle schläft oder ein Hotelzimmer nimmt und die Anfahrt, die er sich irgendwie organisiert. Und das ist eigentlich natürlich schon ein gewaltiger Aufwand, den wir treiben. Und da brauchen wir natürlich auch die Presse, weil der soll natürlich sich auch transportieren in die Öffentlichkeit. Aber letztlich, wir haben auch Homepages, wir könnten auch selber berichten. Letzte Frage, steht das denn im Verhältnis? Das habe ich mich gefragt, als wir sehen, auf welcher Mannstärke wir anreisen als die Klassenfahrt der Medienvertreter. Das funktionieren noch nicht. Regieren ein Landesparlament, aber ist das verhältnismäßig oder drehen wir alle durch? Na, das haben wir, glaube ich, nicht zu bewerten, aber wir haben jetzt derzeit ja momentan die historische Situation, dass wir erstmals vor einer Bundestagswahl stehen, wo wir echt realistische Chancen haben, einzuziehen. Und natürlich ist es total gefährlich, dass wir ständig momentan immer schon mit dem gleichen Maß gemessen werden. Also die Erwartungen an uns sind oft, dass wir tagesaktuell innerhalb von Stunden auf irgendwas reagieren. Wir haben zurzeit noch nicht mal das Geld, um uns einen eigenen Ticker zu leisten. Wir erfahren die News zum Teil aus der Zeitung. Und wie sollen wir da irgendwie auf etwas, was ein anderer Politiker sagt oder tut oder was in der Welt passiert, denn zeitnah reagieren? Ich zum Teil, wenn ich zum Interview fahre, legt mir der Journalist die letzten Tickermeldungen vor, die ich noch gar nicht kenne. Ich habe keinen Presseassistenten, der mich vor dem Interview brieft und sagt, gerade passiert geopolitisch oder in der Partei Folgendes. Und das ging jetzt die letzten zwei Stunden noch an Ticker. Wir haben das Budget, wir haben 3% des Budgets von den Grünen. Und mit diesem wenigen Geld müssen wir die gesamte politische Arbeit machen. Und da sind noch nicht die Stiftungsgelder reingerechnet. Also die gesamte inhaltliche Arbeit von anderen Parteien läuft ja alles über Stiftungsgelder, die nochmal außerhalb der Parteienfinanzierung liegen. Und insofern müssen wir dann doch ab und zu auch um Verständnis bitten, dass wir jetzt nicht reagieren und funktionieren können, was politische News angeht und Schnelligkeit, wie das eine klassische Partei macht, die seit Jahren etabliert im Bundestag sitzt. Und wenn ich das so betrachte, dann muss ich sagen, was das Presseteam bei uns leistet, was die vielen Piraten, die thematisch irgendwo beteiligt sind, leisten, die die Pressemitteilungen mitschreiben, bei uns werden Pressemitteilungen ja von ehrenamtlichen Teams immer wieder geschrieben,
was die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle leisten, was die Mitarbeiter in der IT leisten, auch wenn das Wiki immer wieder down ist. Alles ehrenamtlich, da haben wir hohen, hohen Respekt vor. Das ist die Triebkraft hinter den politischen Inhalten, die wir voranbringen wollen, ohne die das überhaupt nicht möglich wäre. Das ist sehr schön. Danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke.